Herzlich willkommen, liebe Studierende, zum Input-Video zur fünften Sitzung unseres Seminars Sprache und Diskriminierung, heute zum Thema Pejorisierung. Ich möchte beginnen mit einem Rückblick auf die letzte Sitzung. Wir hatten uns mit der Sozialpsychologie beschäftigt und ihrer Begriffstrias Stereotyp, Vorurteil und Diskriminierung. Stereotyp definierbar als der verbale Ausdruck eines Urteils über Gruppen und die Angehörigen dieser Gruppen. Vorurteil als ein spezifisch negatives entsprechendes Urteil, das häufig affektgeladen ist, das dann im dritten Schritt handlungsleitend werden kann, indem es Diskriminierungshandlungen bedingt und sich so dann auch ausdrückt. Die Sozialpsychologie versucht zu zeigen, dass Stereotype und Vorurteile auf einem ganz grundlegenden psychischen Prozess aufsitzen, nämlich dem der sozialen Kategorisierung, auf den wir auf eine Art auch angewiesen sind und der dann auch eine bestimmte Funktion erfüllt, indem er nämlich soziale Identität stiftet. Soziale Identität als der Teil des Selbstbildes, der was zu tun hat mit der als wertvoll empfundenen Gruppenzugehörigkeit. Und das funktioniert eben insbesondere durch Abgrenzung von sogenannten Outgroups und damit ist schon der Weg frei sozusagen zur Diskriminierung. Was Sprache hierbei leistet, haben wir in einem Text gelesen. Sprache transportiert und tradiert Stereotype. Sprache schreibt aber auch Personen als typische Vertreterinnen ihrer Gruppe fest, insbesondere durch Gruppenbezeichnungen und vor allem auch abwertende Gruppenbezeichnungen. Und schließlich bedingt Sprache auch die Sichtbarkeit und die Unsichtbarkeit sozialer Gruppen. Das in aller Kürze der Stoff der letzten Sitzung. Und damit gehe ich über zum Konzept der Pejorisierung von Lan Hornscheid, das von Lan Hornscheid hergeleitet wird aus einem Review üblicher sprachwissenschaftlicher Perspektiven auf Beschimpfungen. Und das möchte ich hier auch nochmals aufgreifen. Beschimpfungen sind schon lange Gegenstand der Linguistik. Das hat begonnen mit volkskundlich orientierten Untersuchungen, die vor allem darauf abzielten, das Schimpfwortinventar von Gesellschaften zu dokumentieren und zu klassifizieren. In einer eher grammatisch-morphologisch-semantischen Perspektive ist dann auch die Kategorie des Pejorativen eingeführt worden, worunter alles fällt, was eine abwertende Bedeutung hat. Dazu gehören natürlich Schimpfwörter, aber Sie kennen vielleicht auch die Diskussion, ob das Suffix "-ling", wie in Flüchtling, eigentlich schon per se einen abwertenden Gehalt hätte. Und das ist also immer die Grundidee, dass intrinsisch in den Wörtern, in ihrer Bedeutung schon der abwertende Gehalt drinsteckt. Und genau das ist in der linguistischen Pragmatik dann kritisiert worden, wogegen die Vorstellung, dass schon in den Wörtern kontextfrei irgendeine Bedeutung drinsteckt, darauf verwiesen wird, dass Sprechen ja Handeln ist und dass wir erst, wenn wir Handlungen beschreiben, wir auch den verletzenden Gehalt wirklich gut herausarbeiten können. Und das heißt, es geht dann darum zu beschreiben, wie Schimpfvokabular eigentlich in Sprechakte eingebettet ist, Sprechakte, die in bestimmten Kontexten stehen, wie zum Beispiel beschimpfen, beleidigen, ausgrenzen und so weiter. Für die Sprechakttheorie ist es typisch, dass der Begriff der Intention ganz zentral gesetzt wird. Und genau das hat auch wiederum Kritik auf den Plan gerufen seitens der Gesprächsanalyse, wo gesagt wird, dass es nicht genügt, sich nur die beleidigende Äußerung anzuschauen, sondern auch die Anschlusskommunikationen müssen mit in Betracht gezogen werden und auch das, was die Bystanders, also das Publikum, tut, sodass wir dann Interaktionssequenzen untersuchen müssen, wo wir auch zeigen können, dass prinzipiell jede Äußerung als Beleidigung aufgefasst und als solche dann auch in der Anschlusskommunikation weiter bearbeitet werden kann. Dazu haben, wie gesagt, gesprächsanalytische Studien schöne Beiträge geleistet. Eine dritte pragmatische Erweiterung sagt nun aber, dass das immer noch nicht ausreichend ist, um wirklich zu erklären, warum denn nun einzelne Äußerungen beleidigen oder die Tendenz haben, abwertend zu sein und andere eher nicht. Und in der dritten Erweiterung geht es dann darum, dass man Schimpfvokabular als idiomatisch geprägt beschreibt. So hat Helmut Feilke das genannt.
Schimpfwörter sind sozusagen ein Index typisch abwertender Gebrauchskontexte, ja, indem sie immer wieder in Situationen gebraucht werden, wo sie der Abwertung dienen, sedimentiert sich sozusagen dieser Abwertungsgehalt auch in der Bedeutung der Wörter. Und das wird dann auch weiter tradiert und wird immer mitgeschleppt sozusagen. Ja? Deutlich wird das beim N-Wort, was die ganze lange, lange Geschichte kolonialer Abwertungspraktiken immer mitschleppt und was auch nicht einfach getilgt werden kann unter dem Verweis darauf, dass man selber es ja nicht rassistisch meint oder ähnliches. Und genau in diese dritte Perspektive hakt sich nun das Konzept von Lan Hornscheid ein, das Konzept der Pejorisierung. Auf dem Klappentext des Buchs, dem der Text entnommen ist, den Sie gelesen haben, findet sich diese Zusammenfassung, die sehr prägnant ist. Ich möchte sie kurz vorlesen. Verbale Beschimpfungen, heißt es, sind keine zufällig stattfindenden Sprachhandlungen. Sie basieren auf gesellschaftlichen Vorstellungen von Normalität und Abweichung. Durch die Abwertung der Beschimpften als anders und nicht der richtigen Norm entsprechend üben sie eine Macht aus, die aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Positionen der Beteiligten entsteht und den Beschimpfenden gegenüber dem Opfer stärkt. Das heißt, dass in diesem Konzept auch strukturelle Diskriminierungen einbezogen werden und nicht nur solche, die sozusagen nur in der Verfügung derjenigen stehen, die etwas beleidigend meinen oder als beleidigend wahrnehmen. Strukturelle Diskriminierungen liegen dann vor, wenn Äußerungen Normalvorstellungen aufrufen, die exkludierend sein können, ja, die also einen Teil der Gesellschaft inkludieren, eben den normalen Teil, aber alles, was abweicht, exkludieren. Und damit werden auch immer Machtverhältnisse aufgerufen, denn wer bestimmt eigentlich, was normal ist? Eben diejenigen, die genau die Macht haben, das zu bestimmen und festzulegen, die privilegiert sind, Zugang zu entsprechenden Ressourcen haben und so weiter. Und diese Normalvorstellungen und Machtverhältnisse werden durch strukturell diskriminierende Äußerungen immer aufs Neue reproduziert. Das generische Maskulinum ist bestimmt ein sehr gutes Beispiel dafür. Und Lan Hornscheid selber veranschaulicht das an einem interessanten Beispiel, an dem man sich auch nochmal den Unterschied zwischen Beleidigung und Diskriminierung bis genauer zwischen Beleidigung und struktureller Diskriminierung klar machen kann. Und zwar das Wort Zickenkrieg. Es ist interessant, da mal im Duden nachzuschauen, wo ich hier diese Definition und diese Beispiele finde. Zickenkrieg heißt, das hier sei umgangssprachlich abwertend, das ist also lexikografisch fixiert, dass es ein Schimpfwort ist. Und die Definition wird angegeben als öffentlich ausgetragener Streit, besonders zwischen Frauen. Und als Beispiel heißt es hier, die Ministerinnen streiten um ihre Zuständigkeiten, Zickenkrieg im großen Welttheater. Ja, und genau hier sieht man, was das Sexistische daran ist, denn dass nicht überhaupt Streit als Zickenkrieg bezeichnet wird, sondern nur solcher zwischen Frauen. Und dass also hier ein bestimmtes negativ bewertetes Streitverhalten erstens mit einer Tieranalogie abgewertet und zweitens vor allem mit Weiblichkeit assoziiert wird, darin liegt der diskriminierende Gehalt dieses Wortes. Und interessant sind nun Fälle, wenn Auseinandersetzungen zwischen Männern als Zickenkrieg bezeichnet werden. Dazu gibt es hier ein Beispiel. Es ist ein YouTube-Video, was leider nicht mehr verfügbar ist, aber ich habe es mir runtergeladen. Ein YouTube-Video mit dem Titel Zickenkrieg bei Werder. Es geht um den Fußballverein Werder Bremen, wo es zu einem Streit kam zwischen zwei Fußballspielern. Ich lese mal hier die Videobeschreibung vor. Bisher war es den Damen der Schöpfung vorbehalten, Figurprobleme bei sich und anderen besonders kritisch zu beäugen und zu kommentieren. Jetzt ziehen bei Werder offenbar auch die Männer nach. Außenverteidiger Robert Bauer hat sich über das Gewicht von Nachwuchskicker Niklas Schmidt beschwert. Auch wenn der Streit via Facebook aus der Welt geräumt wurde, bleibt die Frage, ist Zickenkrieg der neue Männertrend? Ja, und hier müssen wir uns klar machen, hier wird ein Streitverhalten zwischen Männern kritisiert, indem es als Zickenkrieg bezeichnet wird, womit ja irgendwie sowas transportiert werden soll wie ein bisschen überreagierend und überemotional und so weiter und vor allem auch
wurden hier Dinge verhandelt, über die normalerweise allenfalls Frauen streiten, nicht aber Männer. Ja, und genau hier werden solche Vorstellungen von Männlichkeit, von Weiblichkeit aktualisiert und Weiblichkeit wird hier als Ressource angesetzt, etwas vor allem negativ zu bewerten. Ja, insofern ist es eine Kritik, vielleicht auch eine beleidende Kritik an den Männern. Zugleich ist es aber auch eine sexistische Diskriminierung von Frauen. Interessant ist das Video selbst, wo nämlich dann Menschen auf der Straße interviewt werden, was sie denn von diesem Streit halten. Ja, und da schauen wir mal rein. Ich sage auch mal zu ihm, du bist fett, aber das ist ja nicht ernst gemeint. Das hören wir selbst bei uns, unser Keeper ist auch relativ dick. Sowas wie, zieh doch mal deinen Damen-BH aus oder so, hört das schon häufiger. Deshalb denke ich, dass es meistens eher mit dem Augenzwinkern nicht ganz so zickig gemeint ist. Also das sind, glaube ich, einfach heutzutage alles prima Ballerinas beim Fußball. Anders kann ich mir das echt nicht erklären. Genau. Nur mal bis hier. Also auch hier wieder dieses prima Ballerinas, dass Männer streiten. Und dass sie über solche Dinge streiten, ist hier für diesen Herrn ein Zeichen dafür, dass es prima Ballerinas sind, womit auch wieder solche Vorstellungen von Männlichkeit und von Weiblichkeit aktualisiert und vor allem für die Kritik und für die Abwertung nutzbar gemacht werden. Und das ist genau dieses Moment, was Lan Hornstedt interessiert und was der Argumentation des Textes folgend in bisherigen Ansätzen nicht hinreichend berücksichtigt wurde. Das geht dann so weit, dass auch solche Ausdrücke hier in die Kritik geraten. Wenn es dann heißt, wenn man zum Beispiel sagt, das sieht ein Blinder mit Krückstock, der Vergleich hinkt, die Maßnahmen sind schizophren. Das sind Äußerungen, die sehr geläufig sind und die ganz bestimmt nicht mit einer diskriminierenden Absicht geäußert werden, die allenfalls, wie bei der Vergleich hinkenden Maßnahmen zum Schizophrenen, geäußert werden, um Kritik zu formulieren. Aber das Wichtige ist, dass hier Normalvorstellungen aktualisiert werden. Ja, also hier werden Normabweichungen thematisiert. Lan Hornstedt nennt es Entnormalisierungen. Und das wiederum ist eine Ressource für negative Bewertungen. Und hier ist nun genau dieses priorisierende Moment zu sehen, was Lan Hornstedt interessiert. Das Ganze geht so weit, Sie haben das gelesen, dass deswegen laut Lan Hornstedt jede Äußerung eine Diskriminierung sein kann und als solche kritisch reflektiert und auf ihren potenziell diskriminierenden Gehalt befragt werden muss. Darüber würde ich gerne mit Ihnen diskutieren. Ich danke Ihnen. Tschüss.